Damit kriegst du Albersen, kann ich es mir nicht. Warum schwebst du nicht aus den hohen Gefilden herab und erleuchtest mich? Sicher kein Problem für eine mächtige KI. Deine Logik ist fehlerhaft. Du suchst einfache Antworten, wo einfach keine sind. Das ist die Illusion, auf der deine Welt basiert. In das sollte man sich aufschreiben. Würdest du jede Antwort akzeptieren, solange sie dich tröstet. Das wäre wohl menschlich von mir. Solche Kategorien werden in Mikoshi nicht mehr auf dich zutreffen. Okay, deine Wahrnehmung wird in Milliarden von Datenströmen zersplittern. Was erwartet mich dort? Was erwartet mich dort? Mikoshi. Eine Grenze. Vermutlich der einzige Moment deines Lebens, in dem dir das Gewicht deiner Existenz bewusst wird. Wahrscheinlich, ja. Auf diese Bürde kannst du dich nicht vorbereiten. Ich werde es überleben. Und Johnny, was ist mit ihm? Und Johnny? Was passiert mit ihm? Mir fehlen die Informationen, um das zu beantworten. Gibt's irgendwas, das wir sicher wissen? Ja, dass es Mikoshi nicht mehr geben wird. Du lässt die dort eingesperrten Konstrukte frei? Ich werde sie in mich integrieren. Integrieren? Deshalb ist also nochmal Mikoshi. Die Konstrukte werden integriert? Du meinst, du absorbierst sie? Kein Wunder, dass du so scharf drauf warst. Du willst Mikoshi zerstören und alle darin verschlingen. Mikoshi ist ein Gefängnis. Dank mir bekommen sie die Gelegenheit, Teil von etwas Größerem zu werden. Johnny wäre davon wenig begeistert. Glaub, Johnny wäre davon wenig begeistert. Und doch ist er nicht hier. Weil du diese Entscheidung treffen willst. Im Grunde dieselbe Situation. Nicht doch. Du wirst die Konstrukte wohl kaum danach fragen, was sie wollen. Das würde keinen Sinn ergeben. Das stimmt. Okay, ich bin bereit. Genug Zeit mit Reden verschwendet. Los geht's. Ich habe ein Programm auf den Splitter deines Netrunners geschickt. Benutze es in Mikoshi. Es wird eine sichere Verbindung öffnen. Muss ich einen bestimmten Zugriffspunkt finden? Muss ich einen bestimmten Zugriffspunkt suchen? Ich sag dir, dass von hier bis Tokio alle durch Eis gesichert sind. Manchmal braucht es nur einen Spalt in der Tür. Nutze den Splitter in Mikoshi. Überlass die Security mir. Bis dahin. Wir haben ihn zurück. Carol, der Splitter. Bleib ruhig, Junge. Kaum hattest du dich verbunden, ist die Temperatur auf 40 Grad hochgesprungen. So, als wäre die Tech infiziert. Nein, noch gruseliger. Was ist hier passiert? Was hier? Meine ganze Tech ist im Arsch. Deine neurale Aktivität ist extrem angestiegen. Dein Stirnlappen wäre dir fast aus den Ohren gequollen. Ich war kurz davor, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Sicher, dass alles okay ist? Tut mir leid für den Schaden. Tut mir leid wegen der Tech. Mir geht's gut. Alles gut. Puh, ein Glück. Der Splitter. Hab Software, die ich brauche, darauf bekommen. Wir sind von Eis umgeben. Selbst wenn was durchgekommen wäre, hätten meine Controller... Heilige. Schaff mir das weg. Danke. Dakota. Nicht dafür, wie. Geh zu Saul. Er hat dich gesucht. Schon unterwegs. Und sorry nochmal. Was? Was geht? Nichts geht. Warum steht hier, ich soll hier reden? Hey. Saul steht da oben. Saul, du wolltest reden? Komm rauf hier. Wohin geht's denn? Also gut, wie? Es ist simpel. Wir alle, die hier sind, stehen in deiner Schuld. Hey. Und zwar enorm. Ja, du vielleicht, Saul. Aber trotzdem bist du für uns noch ein Fremder. Ein Söldner aus Night City. Einer ganz anderen Welt als die, die wir kennen. Davon kann Panam ein Lied singen. Deshalb wird es Zeit, das zu ändern. Ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ändern wir es. Du wirst ein Alde Kaldo. Diese Familie wird für dich durch die Hölle gehen, wenn du sie brauchst. Bereit, Kiddo? Seid ihr euch sicher? Ich weiß, wie das bedeutet. Eine Rede! Saul.
Seid ihr euch da sicher? Sieht das hier aus wie was Unüberlegtes? Ich weiß, was das bedeutet. Ich stamme selbst aus einem Clan. Aber ich weiß nicht, ob ich ein alter Kaldo werden sollte. Antworte nur die Frage. Bist du bereit? Ich hätte fast ein Herz und bereit. Er ist total sprachlos. Immer her damit. Du bist jetzt einer von uns, wie? Du gehörst zu den Alde Kaldos. Schön, dass du dabei bist, wie. Und keine Sorge, wir bringen dich zu diesem Mikoshi. So läuft es. Willkommen in der Familie. Ein Hoch auf das neue Mitglied der Alde Kaldos. Ich werde dich nicht enttäuschen, keine von euch. Doch gleich. Sag schon was. Eine Kobra vertraut einem eher als ein Alde Kaldo? Wie war, wie war. Ich weiß, wie viel das bedeutet. Euch. Mir. Danke. Herzerwärmend. Ich werde euch nicht enttäuschen. Keine Sorge. Dann will mich bitte jetzt umbringen. Du gehörst im Grunde schon eine ganze Weile zu dieser Familie. Du hast mir den Arsch gerettet. Okay. Und laut Bobby auch den von Mitch. Von Panam ganz zu schweigen. Halt den Rand. Aber Sol hat recht. Ich meine, es ist so wie. Mein Leben war ein reiner Scherbenhaufen. Und du bist drauf rumgetrampelt. Danke. Aber auch. Manchmal braucht es das, damit man es wieder zusammensetzen kann. Ja. Okay, Leute, hergehört. Heute feiern wir, aber morgen wird ein mordsanstrengender Tag für uns. Ich verabschiede mich da mal kurz. Dann ruht euch auf. Da Fall hin oder her. Einen trinken. Das ist deine Nacht. Auf dich, also genieß den Rum. Auf dich. Hättest mich ruhig vorwarnen können. Hättest mich ruhig vorwarnen können. Ja. Und all den Spaß verderben? Wie? Bist du okay? Ja. Geht schon. Mach dir keine Sorgen. Und? Wie sitzt die Jacke? Nicht zu eng? Wie? Wie angegossen? Gut oder was? Wie angegossen. Als hätte ich sie schon eine Weile getragen. Im Herzen bestimmt. Du hast dir diese Jacke verdient. Genauso den Respekt der alten Kaldos. Danke, Panam. Wenn du reden willst, ich bin da oben. Genau, ich gehe zu Panam, wenn ich irgendwie zu dir, wenn ich bereit bin. Du bist. Bei uns sagt man, wir sehen uns auf dem Pfad. Ja, genau. Bist du irre? Pass auf, sonst verschluckst du eine Fliege. Sie will ihren Job in Colorado aufgeben und hierher kommen. Aber morgen gibt's hier vielleicht nichts mehr. Das wissen wir nicht, Bruder. Kraft und Feuer! Aber wenn du ihr das schreibst, genau, Muss sie sich nur sorgen. Brauch Munition, so 3-4 Kisten. Ich vermiss meine Schwester. Hast du welche übrig? Ja, warum nicht? Brauch Munition, so 3-4 Kisten. Hast du welche übrig? Sollte sein. Seh dich selbst um. Dann nehme ich noch 2 45er, wenn Dakota heute so groß wie mich ist. Please! Machst du einen Ausverkauf? Was ist das? Eine Art Trödelmarkt? Im Prinzip schon. Nimm, was du willst. Und was ist der Anlass? Endzeitstimmung. Edle Geste. Fast schon dramatisch. Sehr praktisch. Ich gebe meine Vorräte weg, damit ihr die Hölle morgen überlebt und zurück zu mir kommt. Ja. Danke. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bei uns sagt man, wir sehen uns auf dem Pfad. Ja, und bei uns sagt man, du stehst verkehrt rum. So. Ich hatte gerade das Gefühl, ich hätte hier was gehört. Meinst du, wir ziehen das morgen durch? Ich kenne diese Leute. Manche besser als mich selbst. Diese Konzentration und Entschlossenheit. Die Ruhe vor dem Sturm. Sie werden alles geben. Mhm. Das werden sie. Nacht, Saul. Warte. Ich glaube, ich muss da noch was klarstellen. Du hast viel für den Clan getan. Und für mich. Mehr als irgend sonst jemand. Aber die Familie.
geht vor. Ja. Saul. Lass mich ausreden. Im Moment könnte nur eins diesen Clan zerstören. Wenn Panam und ich, wenn wir getrennte Wege gehen würden. Alte Kaldus würden noch eine Abspaltung nicht überleben. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Du hilfst mir, weil du keine Wahl hast? Du benutzt mich, um deine Stellung zu stärken? Du benutzt mich. Der Clan will Mikoshi plündern, während du Panam einen Gefallen tust, indem du mir hilfst. Nicht schlecht, Saul. So ein Blödsinn. Denkst du, ich würde den Clan aus Eigennutz Gefahren aussetzen? Wozu? Du bist nicht der Typ, der freiwillig Macht abtritt. Wenn wir morgen verlieren, wen führe ich dann an? Geister und Asche? Du wirst dich wie. Es geht nicht um Macht. Diese Jacke steht für etwas. Du wirst noch früh genug verstehen, was es bedeutet, Teil eines Ganzen zu sein. Nicht ganz. Ich bin ja noch nicht mal Teil von mir selbst. Alles okay zwischen uns beiden? Und zwischen uns, Saul? Alles okay? Morgen ist ein wichtiger Tag. Ruh dich ein bisschen aus. Ja, ich werde noch mal mitsprechen und Probefahrt abbrechen. Okay, wir haben hier noch einen, der aufwacht. Sensoren funktionieren in größeren Höhen nicht. Wir können sie unter diesen Bedingungen nicht knapp über den Boden fliegen lassen. Hier sind noch vier Käfer. Hi. Ich kenne dich nicht. Ich bin der Typ, der gerade die Jacke gekriegt hat auf dem Wagen. Geht hier noch keine rum, die mir aber erstmal egal sind. Mann, eben hatte ich es doch. Oh. Aua! Entschuldigung. Will ich's wissen? Wohnst du auch hier? Nee, ich wohne hier draußen, nicht da drin. Lass dich nicht ärgern. Hey. Alles nur Show. Echt? Ich dachte, die wären echt. Mir ist auch alles egal. Okay, dann gehe ich nochmal zum Mitch, das optional ist. Und hi, wer bist du? Du magst mich nicht, das weiß ich. Mitch! Hi. Kannst auch lassen. Okay, eine Chance hast du noch. Ja, nicht. So. Weißt du, wo ich die weißen Sterne gesehen habe? Hi. Oh, hallo. Hi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ich könnte von hier abhauen. Machst du aber nicht. Kenn ich. Bei uns sagt man, wir sehen uns auf dem Pfad. Kenn ich doch nicht. Wo habt ihr Panam versteckt? Da drüben. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig, rau und unangenehm. In jeder Ritze. Und deswegen sitzt du hier jetzt drin. Willkommen in der wirklichen Welt. Ja, danke. Früher hat man über die Europäer gelacht. Diese ganzen Länder, Sprachen, Kulturen, so dicht beieinander. Wir hatten den Schmelztiegel, haben einfach alles reingeworfen. Istrik, fühl dich bitte. Ja, hi. Nur auf der Durchreise? Nee, nicht ganz. Ugh,
Ich würde gerne jetzt Finale und Fighter gucken. Krieg und Totschlag. Muss Pana haben. Da. Ich war schon richtig. Gut, dass ich Doppelsprung habe. Hi. Verdammt. Ist das schön hier. Mhm. Und vor allen Dingen das Ding da drüben. Wann denkst du gerade? Wann denkst du gerade? An nichts. Ich meine, scheiße. Weiß ich selbst nicht. Ich bin so scheiß nervös. Ich habe gestern kein Auge zugekriegt. Heute sicher auch nicht. Was macht ihr zu schaffen? Mal sehen. Morgen führe ich meinen ganzen Clan vermutlich in den Tod. Ja. Doch damit nicht genug. Saul stimmt mir auf einmal in allem zu. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Fuck! Ich auch nicht. Die Leute zweifeln an uns. Das spüre ich. Aber sie glauben trotzdem, dass Panam für sie da ist, wenn alles am Arsch ist. Weil wer denn sonst? Du fühlst dich feindlich für dich, das ist normal. Du fühlst dich für sie verantwortlich. Welcher Mensch würde das nicht? Die Verantwortung ist nicht das Problem. Ich betrachte das nur mit einem kühlen Kopf. Saul hat lauter falsche Entscheidungen getroffen, um mehr wie ich zu sein. Aber nur ich weiß, was ich kann und worin ich scheiße bin. Ich kann keine Wunder vollbringen wie. Ich hab total Schiss, dass was schief geht. Dass alle... Niemand wird morgen sterben. Niemand wird morgen sterben. Und ich weiß, dass es eine Lüge ist. Das weißt du nicht. Die Familie ist viel stärker, als du glaubst. Aber Kugeln machen keinen Unterschied zwischen Stärke und Schwäche. Das stimmt wohl. Wie? Ja. Ja. Hast du keine Angst zu sterben? Doch, ununterbrochen. Doch. Jede beschissene Minute. Weißt du, ich hab da so ein Ding zum Kopf und könnte hier ewig mit dir sitzen. Ich könnte die ganze Nacht hier bleiben. Das würde mir gefallen. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das brauchte. Und auf in den Krieg. Ja, ich höre den Panzer schon. Dann mal los, bevor unsere Ärsche festfrieren. Saul ist zurück. Ja, schade um da. Gehen wir. Vielleicht hat er neue Infos. Ja. Ja, dann lass uns mal zu Hitachi. Ich folge dir einfach, Panam. Das ist immer gut. Vorwärts zum Tod. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir laufen. Aber okay. Von diesem Anblick kann ich nie genug kriegen. Ich momentan auch nicht. Sie nicht warten lassen. Tanks sind voll, Leitung gecheckt, Ausrüstung ist bereit. Wir sind soweit. Alles andere? Wenn das schief geht, müssen wir das Lager... Sieht aus, als wären alle bereit. Es muss Eier oder weniger. Ist kein normaler Überfall. Für viele das erste Mal. Mensch hat sie sicher aufgescheucht. Ich bin gespannt, was jetzt dieses Finale jetzt wird. Spürst du das? Die Anspannung. Das heißt, sie haben begriffen, was vor uns liegt. Ja, und noch 10 Meter, dann können wir loslegen. Ich war gerade als Kundschaft unterwegs. Was solltest du sehen? Hast du überhaupt geschlafen? Hast du nicht geschlafen? Alte Menschen brauchen weniger Schlaf. Sagst du. Aber bei so einem Einsatz hätte ich eh kein Auge zugekriegt. Mhm. Und eine gute Aufklärung ist wichtiger als eine gute Nachtruhe. Sieh dir das an. Ja, ich zieh mir das rein. Danke. Na komm, schlechter Plan ist folgender. Wir haben zwei Ziele. Erstens, in den Arasaka Tower kommen und wie helfen, Mikoshi zu erreichen. Zweitens, wir werden die Verwirrung ausnutzen, um so viel Ausrüstung wie möglich einzusacken. Die Schätze werden unsere Geldsorgen lösen. Um nach Mikoshi zu kommen, müssen wir uns ins Untergeschoss vom Arasaka Tower graben.
Deshalb nutzen wir die Maglev-Baustelle und schnappen uns einen Zorg vom Night Corp. Und zu guter Letzt, unsere Aufklärungsdrohne hat uns ein paar Schwachstellen aufgezeigt. Dieses Tal führt zu der Baustelle. Ich denke nicht, dass sie damit Ärger rechnen. Trotzdem müssen wir schnell vorgehen. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Wachen Verstärkung rufen. Und wenn wir zu langsam sind? Dann übernimmt Bob mit seinem Störsender. Wir müssen nur nah genug an ihre Com-Antenne, um die Übertragung zu starten. Machen wir uns nichts vor. Das hält sie nicht ewig auf. Ewig nicht, aber hoffentlich lange genug. Sind dort Drohnen? Frühwarnsysteme? Irgendwas? Naja, es ist nicht Fort Knox, aber... Night Corp hat Militech angeheuert. Und da weiß man nie. Die werden definitiv Patrouillen haben. Unsere Drohnen werden jedenfalls mit ihren fertig. Teddy hält Ausschau, um Alarm zu schlagen. Also der Fangturm. Die Dinger hier. Tunneleingang. Okay, ich könnte welche breachen, wenn ich Bock hätte. Aber läuft nicht, so wie ich gern hätte. Ein Bratz U4020, na, die haben wir aus. Die Baustelle ist eingemauert. Wird unser Raketenwerfer mit dem Tor fertig? Als nicht habe ich genug. Tanks gesichtet. Worauf du einen lassen kannst. Klingt soweit gut. Was noch? Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Zerg erreichen und ihn unter Kontrolle bringen. Das übernehmen Mitch und Kara. Wenn ihr den Bohrer zum Laufen bringt, ist der Weg in die Keller vom Arasaka Tower weit geöffnet. Von da aus werden Vi, Panam und ich zum Labor und einen Weg nach Mikoshi finden. Und während wir bohren, sollten wir mit ungebetenen Gästen rechnen? Wenn alles nach Plan läuft, sollte niemand wissen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Sieh dich ruhig noch mehr um, wenn du willst. Wir haben noch etwas Zeit. Das Tor können wir scannen. Eigentlich habe ich nicht gesehen. Genug gesehen. Wir hauen uns da sowieso nur rein und Okay, das reicht. Wie? Bist du bereit? Wie kommen wir wieder zurück? Wie werden wir zurückkommen? Genauso wie wir reingekommen sind. Und auch genauso schnell. Unsere Leute halten die Stellung, während wir drin sind. Also, na, hoffentlich. Bereit? Weiter geht's nicht. Sind alle startklar? Schmeißt die Motoren an, Leute. Steig in den Panzer, wenn du bereit bist. Na dann, auf geht's. Warte kurz, wieso habe ich keine Hose an? Sind wir in deinem Traum? Und jetzt ab durch den Staub! Ein Aldecaldo-Konvoi! Was für ein Anblick! Und nur diese Wüste gleicht der sternenbehangenen Weite über unseren Köpfen. Hey, bleib hinter mir! Könnt ihr mich alle laut und deutlich hören? Ich habe den Gruppenkanal geöffnet. Bleib aus dem Weg, denn hier ist Ihr Moderator. Teddy. Ja, schon gut. Hast du die Drohne gestartet? Sie betreten jetzt Eigentum, das von Militech Site Secure beschützt wird. Drehen Sie um. Ich wiederhole, sofort umdrehen. Nö, keine Chance.
Zum Glück zeigen die an, wo sie hinschießen. Und ein Sandsturm kommt. Kümmer dich um den Störsender. Kein Ding. Schon dabei. Check das. Nitro-Injektor bereit. Der Werfer auch. Wir können durchstarten. Wunderbar. Kann der Spaß losgehen? Scheiße, das war der Hauptstrom. Alle Systeme offline. Können wir das beheben? Sofort, verdammt! Shit! Irgendwas ist kaputt. Die Elektronik reagiert nicht. Ich kümmere mich drum. Aber du musst irgendwie diese Drohnen ausschalten. Wie? Ich übernehme die Drohnen, du den Panzer. Kannst du es löschen? Wenn nicht, steig aus. Scheiße, Leute, was ist los bei euch? Ich bin beim Transmitter. Wo steckt ihr? Anna, wie sieht's aus? Wie lange noch? Eine Minute. Feuer ist unter Kontrolle. Schalte um auf Notstrom. Ein paar Systeme werden analog laufen, aber er bewegt sich. So, die wissen, dass wir kommen. Die Drohnen kommen direkt auf uns zu. Brauchen wir Zeit vor. Kannst du sie abwehren? Hab ich denn eine Wahl? Passt auf euch auf. Bobby kümmert sich drum. Alle Systeme wieder online. Gib Gas! Okay, Bobby, der Panzer ist unterwegs. Halt durch, wir kommen zu dir. Na endlich! Hab euch schon fast vermisst. Hier ist noch ein so ein Scheißteil übrig. Und dann schieße ich... Bobby! Oh, Scheiße. Bobby? Bobby, hörst du uns? Wir machen einen Mensch. Okay. Aber wir können nicht anhalten. Der Panzer, wie? Er ist fast am Ende. Die Systeme könnten jeden Moment wegbrechen. Ich tue alles, damit wir das in einem Stück schaffen. Danach kann ich improvisieren. Das ist Panam. Halt durch. Keine Fehler mehr. Nicht einer. Uns sind schon zu viele. Okay, hier waren eben noch einen Plan. Und jetzt? Wie? Hab ich's nicht gesagt? Antrieb, Waffensysteme, Raketenwerfer. Eins nach dem anderen fällt hier aus. Kannst du das alles reparieren? Ich versuch's. Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott. Du steigst aus. Hilf den anderen. Okay. Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Sniper, Gewehre und alles okay bei euch? Fusikals, das ist. Okay, jetzt sind wir dran. Wie? Behalt sie
Verstanden. Es sollte oben einen Kontrollraum geben. Von da aus verlinken wir mit dem Sarg. Macht euch auf was gefasst! Soll ich auf euch achten? Schneller jetzt, Leute! Da ist das Terminal. Wir klinken uns ein. Was ist mit den Sicherheitsprotokollen? Das ist keine Raumstation, sondern ein verfickter Bohrer. Keine Sorge. Carol schneidet sich durch wie durch Butter. Okay, wir fahren das Zerg hoch und bohren uns bis zum Arasaka Tower durch. Das wird etwas dauern. Wie? Du musst uns Deckung. Hatte ich vor. Wir kriegen Gesellschaft!